Noch genau, wie sie mich angesehen hat. Sie stand in der Küche. Angel Flying Too Close to the Ground lief im Hintergrund. Sie hat immer am liebsten Platten gehört. Sie mochte den Sound. Und dann hat sie auf einmal die Augen verdreht. Ihr Körper hat einfach aufgegeben. Sie lag am Boden. Ich war sofort bei ihr. Sarah, hey! Ich habe versucht, so schnell wie möglich zu rennen. Aber ich wusste, dass ich es nicht schaffe. Es hat sich fast wie eine Ewigkeit angefühlt. Als ich endlich bei ihr war, habe ich bloß gedacht, das muss ein Traum sein oder so. Als ob ich nicht begreifen wollte, dass sowas wirklich passieren kann. Dass eine 25-jährige Frau tot umfällt. Ich dachte, gleich wacht sie wieder auf. Ich stand da bloß, konnte nicht sprechen oder mich bewegen. Ich stand die ganze Zeit nur da. Sie haben sie auf die Bahre gelegt und ihr dieses Tuch übers Gesicht gezogen. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was ist dann geschehen, Clay? Ich dachte, ich kann ohne sie nicht weiterleben. Ich wusste nicht, wie das gehen soll. Was sehen Sie, Clay? Ich kann darüber nicht sprechen. Sie können oder Sie wollen nicht? Beides. Was haben Sie gesehen? Das wissen Sie ganz genau. Ich habe meinen Sohn gesehen. Heißt das etwa, dass er mein Sohn ist? Ich werde dazu nichts weiter sagen. Das müssen Sie allein rausfinden. Was haben Sie getan? Ich bin kurz davor, durchzudrehen. Clay, ich habe gar nichts getan. Wie ich schon zu Beginn gesagt habe, ich glaube, tief in Ihrem Unterbewusstsein haben Sie das die ganze Zeit gewusst. Das heißt, Sie wussten von Anfang an Bescheid? Sie verschweigen mir jahrelang, dass ich einen Sohn habe? Und ich werde fast verrückt. Sie sehen dabei zu, wie ich mich in einen schlafwandelnden Zombie verwandle? Wieso haben Sie mir nichts gesagt? Das wollten wir ja. Wer ist wir? Ich gemeinsam mit Sarahs Eltern. Clay, nach Sarahs Tod haben wir jeden Tag mit Ihnen geredet. Aber Sie wollten das nicht wahrhaben. Sie haben es verdrängt. Ich will es auch jetzt noch nicht wahrhaben. Er hat gesagt, dass er nicht mehr lange hier drin bleiben muss. Wieso? Weil Sie glauben, dass ich ihn mitnehmen werde? Da liegen Sie definitiv falsch. Clay? Wollen wir das Flugzeug wieder zusammenbasteln? Clay, hilfst du mir? Wo gehst du hin? Clay?